Hallo und herzlich willkommen zu King's Quest 1 Quest for the Crown. Ja, wir haben ja schon auf unserem Kanal mal ein King's Quest Let's Play, und zwar das neueste, das es gab. Und das war ja so, wo so zwischen den King's Quest Spielen gespielt hat. Und jetzt dachte ich mal, schauen wir doch einfach mal ins Original rein quasi, was so richtig passiert ist, nicht zwischen den Spielen. Und dazu fangen wir mit dem ersten Spiel mal an. Schauen wir uns das mal an, ob wir auch weitermachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen wir nicht das Originale, sondern das Remake von AGD Interactive. Also die haben ein Remake gemacht von dem Spiel. Das sieht man auch schon, dass es um einiges anders aussieht und besser aussieht als das Original. Das Spiel gibt es leider nur auf Englisch. Es gab eine frühere Version auch mal in Deutsch, glaube ich. Aber die Version 4.0, die wir hier spielen, ich glaube 4.0 war es, gibt es nur auf Englisch. Wir probieren es einfach mal, wie gut ich mit meinem Englisch da vorankomme. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal als allererstes die Einführung an, das Intro. You are Sir Graham, the bravest and most honorable knight in the troubled realm of Daventry. King Edward the Benevolent, aged ruler of Daventry, has summoned you to the castle for reasons unknown. Greetings, Sir Graham. The King is expecting you. Allow me to escort you to His Majesty's throne room. Thank you, Sir Knight. Raise the portcullis. I am at your service, my king. I am an old man, Sir Graham. Perhaps too old to carry the weight of this crown. My bones ache, my hands tremble. I'm afraid my time on Earth grows short. But enough about me. Great misfortunes have befallen Daventry since the loss years ago of three magical treasures. I have chosen you, the finest knight in all of Daventry, to search for these lost treasures. Only then can this kingdom be restored to its former glory. And only then may I rest with the knowledge that my people are safe. The first treasure is a magic mirror that foretells the future. The second is a magical shield that protects the bearer from all mortal harm. The third and last is an enchanted chest that is forever filled with gold. I know that what I ask is difficult, nay, perhaps impossible. The dangers are many, but you are brave and pure of heart. That is why I chose you to volunteer. If you succeed, you will inherit my crown and rule the realm of Daventry as her rightful king. Go, Sir Graham. And know that the fate of Daventry lies in your hands. Take heart, my king. I shall not fail you. Ja, so viel zum Intro vom Spiel. Was ich vergessen habe zu sagen, was ihr aber schon gemerkt habt, es ist auch vollkommen vertont worden, das Spiel. Und das ist schon ziemlich krass, finde ich. Aber, ja, finde ich gut. Lass uns mal das Spiel beginnen. Jetzt haben wir Would you like to play the game without the possibility of encountering dead ends or getting stuck? Im Originalspiel konnte man nämlich in Dead Ends reinkommen. Also das heißt, man konnte einfach nicht mehr das Spiel durchspielen, weil man irgendwas verpeilt hat oder falsch gemacht hat, falsche Reihenfolge oder einen Fehler gemacht hat oder sonst was. Heutzutage kein gutes Game Design mehr. Und in der Version, die deutsche Version noch drin hatte, gab es diese Dead Ends anscheinend noch drin. Deswegen wollte ich auch unbedingt diese Version 4.x, ich glaube 0, spielen, die es gab oder gibt. Und da kann man es nämlich raussuchen, ob man das haben will oder nicht. Und ich will natürlich keine Dead Ends haben. Ja,
ohne diese Dead Ends. You have disabled Dead Ends. The game will be fully playable from beginning to end, and you will never get into a situation where you are forced to restart from the beginning. So, und damit beginnen wir das Spiel. Wir haben unsere Aufgabe bekommen, diese drei Gegenstände zu finden. You can see your reflection in the dirty moat water. These scaly, slimy serpents cruise the moat searching for unwary trespassers. Okay, hier muss man sich auch, glaube ich, am besten noch eine Karte machen, damit man sich zurechtfindet. Man kann auch sterben. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier reinlaufen in das Ding und würde von dieser ekelhaften Seeschlange gefressen werden. These beautiful urns adorn the front of the castle. Das wollen wir natürlich nicht. These guards protect the king's castle. Haben die vielleicht was zu sagen? These stone-faced guards must have been trained not to converse with anybody. They ignore you, Sir Graham. Ach ja, und wie ihr mitgekriegt habt, wir sind im Moment auch nicht nicht der König dieses Landes. Da tümmeln sie sich. So, gehen wir mal hier rüber, hätte ich gesagt. Ich habe das Spiel, weder original noch dieses hier, je gespielt. Von daher, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. This is a beautiful little lake. Small bushes thrive by the clear little lake. Okay, kann man da vielleicht... There's nothing special about this bush. Ja, okay. Ich glaube, wir können auch schwimmen, so viel weiß ich. Kann man da auch tauchen? Ich kann mich irgendwie erinnern, dass man tauchen konnte. Aber ich bin nicht sicher, ob das King's Quest war, dass ich es doch schon mal angespielt hatte. Oder nicht. There are strong currents under the calm surface of this lake. Diving here would be too dangerous. Okay. Dann halt nicht. Ich dachte, es kann auch sein, dass es in Space Quest war. Da war auf jeden Fall der See. Hier war auch der See mit den Dings, mit dem Wasserfall. A small spring bubbles up from the rocks here and splashes into the lake. These rocks must lead to some sort of underground spring. You remind yourself to explore their nooks and crannies sometime, when you don't have so much work to do. This is just one of the many small trees adorning Daventry's countryside. That's strange. You don't remember this rock being here in the EGA version. Das ist gut. Ja, dieser Rock war anscheinend in der EGA-Version nie da gewesen. A majestic old tree stands nearby. Ja, und so viel alles mit alles vertont, das finde ich echt klasse. Na, gehen wir mal weiter. Okay. Da haben wir einen Baum. Was haben wir da alles? It's a large rock. Mitnehmen können wir den nicht. You have neither the strength nor the time to move this rock. Dachte ich mir doch. Next to you is an old fallen tree trunk. It's crumbling and rotted and holds no interest for you, unless you have a fascination with termites. Nee, mit Termiten haben wir nichts zu am Hut, nee. From here you can see that the stump is very old and rotting away. A dark hole at the top catches your attention. Kann man da vielleicht... Ja, jetzt sterben wir wahrscheinlich. You should look into dark holes before putting your hand down them, Sir Graham. Wäre geschickter. Inside the rotting stump, you notice a small leather pouch. Okay. As you lift the pouch from the stump, you feel its contents shifting inside. Unser erster Gegenstand, den wir haben. Lasst uns den mal anschauen. When you peek inside the leather pouch, you discover it's filled with diamonds. Wow. Wir sind reich. Ich würde sagen, damit beenden wir das Spiel und gönnen uns ein schönes, gemütliches Lebensabend. Egal. Cautiously, you open the pouch and see many sparkling and flashing diamonds. Quickly, you close it again so as not to lose any. Wer weiß, für was wir das noch gebrauchen werden. Was haben wir sonst noch alles? Ach,
da man hier sterben kann, speichern wir das lieber mal als Quicksave ab und schauen uns weiter um. There's a hole in the side of the log. Denn ich bin mir sicher, dass wir jetzt sterben werden. You peer into the darkness inside the log, but there's nothing at all inside. Okay. Interfering with this book. Interfering. There is nothing. Okay, so viel da dazu. Sind es. There's a single large rock sitting off to the side. Können wir die mitnehmen? Even if you got nee. Every guard in the castle. Nö. Oh, das hat gleich 7 Punkte gegeben hier, das Ding aufzumachen. Wow. Oh, Moment, da lag doch was, oder? The roots of the trees are entwined around this craggy cluster of rocks. The big rock will not. The big. Okay. This is a serene mountain lake. In the woods to the north, you can just see what looks like an old stone well. Wir gehen einfach immer mal jetzt ja nach Osten. Irgendwann müsste man wieder zum Schloss kommen, glaube ich. Aha. This is a serene mountain lake with a small beach of pebbles on its edge. Die können wir doch mitnehmen, oder? Hey, das geht. Yay. You grab some pebbles. Die schauen wir uns doch auch gleich mal an. You have 5 smooth rounded pebbles. Okay. Können wir die... This is not a good... Ja, okay. Können wir vielleicht... hier tauchen? The water is not deep. Nee, ist nicht tief genug. Aber ich glaube vielleicht, da wo diese Luftbläschen sind, da ist es tief genug. Ja, vielleicht brauchen wir auch noch irgendwas, um tauchen zu können. The water... Okay. Na, das geht anscheinend nicht. Na gut, dann, wie gesagt, vielleicht täusche ich mich jetzt auch einfach nur. Lass uns weitergehen. Mal sehen, ob wir da... zurück zum Schloss kommen? Nein. You see a large gray rock. This rock is less distinctive than the one next to it. Ja. Ich glaube, das Spiel war auch relativ schwierig zu lösen. There is a dense grove of trees here. Also so einfach war es wahrscheinlich nicht. Ja, es sei denn, man weiß, was man machen muss. Aber das ist ja meistens so. Kennt ihr ja bestimmt auch. Aha, wir sind wieder am Dings, am Schloss angelangt. Okay. Dann lasst uns vielleicht mal hier nach Süden gehen. Sieht aber... Oh. The sorcerer wants to cast his brand new paralysis spell on. Okay, das ist, glaube ich, kein guter Ding. This sorcerer is a... Ich glaube, der will uns Böses. The sorcerer casts his paralysis spell, freezing you to the spot. Satisfied with his deviltry, he departs, leaving you at the mercy of the forest creatures. Let's hope there are no dangerous creatures skulking about nearby. Yay. The paralysis spell has worn off. You're free to move about again, but beware of the sorcerer's return. Okay, lasst uns vielleicht lieber nach Norden gehen. Okay, ein großer, großer Baum. This is the biggest oak tree you've ever seen. Its trunk seems to be about 10 feet around, and the thick, sturdy branches look like they could hold many times your weight. The tiny bushes and shrubs pale in comparison to the giant oak standing nearby. A small thicket of unimpressive white birch trees grows here. Kann man den besteigen? Hochklettern? Finding plenty of footholds in the coarse bark of the tree, you easily clamber up the trunk to the branches above. Irgendwie dachte ich mir doch, dass das gehen muss. Oi. Au. Okay, war ich jetzt zu unvorsichtig? Oder ist es normal, dass das passiert?
Aber immerhin, wir sind nicht gestorben dabei. Was haben wir denn da? Ist das ein Ei oder? You're too far away from the... Krampf! Ich glaube, da muss man wirklich vorsichtig laufen. Okay, nochmal von vorne. Ich dachte, er läuft schon richtig, wenn er alleine läuft. You're too far away. Warum? Wir stehen doch direkt davor. There is a perfect, shimmering, golden egg lying in the nest. You carefully lift the golden egg out of the nest. Ich schätze mal, auch das werden wir noch brauchen. You are holding a lovely golden egg. Okay. Ich schätze mal, hier gibt's sonst nichts mehr. Krumpf. Außer, dass wir runterfallen können. Das Ei ist aber ganz geblieben. Okay, sehr gut. Dann lasst uns mal weitergehen. Oh, Felder. This is a well-tended carrot patch. The carrots look tempting to a hungry traveler. Ja, und da sieht man auch schon die Mauern vom Schloss. Das ist ja gut. You pluck a plump orange carrot from the ground. Yay. Können wir noch eine nehmen? You already... You all... Okay. This is a well... This is a well... Was ist das da? A patch of pretty flowers has been planted near the garden, just for decoration. Können wir die auch mitnehmen? If you pick the flowers, you would ruin the nice garden. Ja, okay. Wahrscheinlich übersehe ich hier tausende von Sachen, die wir unbedingt brauchen. Na gut. Hier scheint es auch nichts groß zu geben. Es sind auch Karotten. This is a well-tended... Ja. A copse of low bushes grows beneath the shade trees. Poking around in this bush will not... Okay. Dann gehen wir mal weiter. Aha, schönes Panorama hier. You are standing in a clearing. The view of the forest is most pleasant here. Many beautiful trees adorn the green countryside. Many beautiful... Okay. Aha. Schaut euch das mal an, hier scheint auch noch was zu sein. There are many small decorative bushes scattered around Daventry. Hier scheint auch irgendwas zu sein. This is the goat's trough, currently empty. Goats are always hungry. The goat pen is crudely made of small planks of wood. At the other end you see a gate. Okay, lasst uns mal da lang gehen. Schauen wir mal, was da ist. Kleine Farm. Och, da ist eine Ziege. Mal, können wir die mit der Karotte füttern? Mach mal aber wieder zu, nicht dass das Ding abhaut. The goat is wandering this way and that, exploring his little pen. There's not, you wouldn't get very far carrying a goat. Perhaps you can get him to follow you if you'd like to take him somewhere. That's strange, you don't get an... Okay, wahrscheinlich mit dieser Karotte können wir machen, dass du uns folgst. Very clever! You tempt the goat with a carrot, and he begins to follow you around. You've made a friend! Yay! Aber ganz ehrlich, was wollen wir jetzt mit der Ziege anstellen? Was hat er jetzt gesagt? Ich hab's vergessen. Wow! Blöde Sieger! The goat appears to have found his way back to the... Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir dieses Ding hinmachen sollen, wo wir diese Ziege hinbringen sollen. Irgendjemand braucht wahrscheinlich eine Ziege oder wie auch immer. Das werden wir noch rausfinden. Wir wissen zumindest, dass wir es machen können, dass sie uns folgt, und das finde ich schon mal eine gute Sache. Gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter und sag dann mal vielen Dank fürs Anschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!